So, meine lieben Freunde von Wildlands, wir sind hier wieder zurück und mit dabei wieder der Blood Warrior alias Fangamer. Der Fangamer. Ja, nach dem In der Nähe treiben letzten sich Gegner rum. kuriosen Grüß euch. Schluss beginnen wir Ja, dafür. die Folge neu. Dafür muss ich mich entschuldigen. Das Internet hat versagt. So habt ihr auch einen kurzen Blick auf meine PlayStation 4 erhaschen können, was sich so für Spiele drauf befinden und wie man Ending einladet in die Party. Habt ihr auch gesehen, alles hier real life quasi. Gut, ich würde sagen, einer lasst die Drohne rechts fliegen, einer links. Okay, was nimmst du? Nein, ich nehme gleich links. Okay, Setze Drohne ein. Dann nehme ich rechts. Der Wagen hat einen Alarm. Und ich sehe hier keinen Schwanz. Da ist noch ein Tango. Sehe einen dritten. Das sind alle U-Boot versteckt irgendwie. Das ist eine mit Maschinenpistolen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Auf meiner Seite habe ich gar keine. Ich habe wohl ein paar, habe ich auf der Seite markiert. Ziel gesichtet. Gut. Entweder wir arbeiten uns von rechts nach links oder von links nach rechts. Aber pass auf, pass auf. Oh. Da kommt einer, hoffentlich sieht uns der nicht. Ja, du bist ja viel weiter weg. Abknallen? Ja, wenn safe ist, knallen ab. Ein Drecksack weniger. So, einer ist einmal erledigt. Muss ich sagen, wenn die Aufgangsdaten dort sind, gemacht, oder? Hier ist ein Sicario. Beim Reifenstapel. Oh, pass auf, pass auf, da oben. Scharfschütze. Wo? Oder wer auch immer das ist. Oben auf dem Gebäude da ganz oben. Achso, da schon in eine andere Richtung. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Abschuss bestätigt. So, den habe ich ausgeschaltet. Rechts ist einer, rechts. Aber der ist nicht markiert. Warte, da geht auch einer. Genau, den mag ich. Super Bildschirm. Super Programm. Oh, da steht einer. Oh shit. Oh, den hast du jetzt was nicht gesehen. Alles gut, alles gut. Boah, jetzt musst du aufpassen, das sind wieder welche, die nicht markiert sind. Da ist noch ein roter Schleier. Dann gehen wir mal ins Haus rein. Jetzt wurde ich entdeckt. Das sind die Daten. Sammeln sie auf. Ich gebe dir aber Rückendeckung. Oben meinst du? Nein, da sind sie. Warte, dann nehme ich schon. Ah, da. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Jury und Polito verhört. Gut, also hier. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Oh, ich glaube, wir sollten uns hier zurückziehen. Boah. So schnell weg hier. Gut. Okay. Was? Da ist viel Nachschub auch. Ja, aber müssen wir wirklich hier bleiben, wo wir gejagt sind? Na gut. Ist ein Argument. So sieht es heute aus. Kein mögliches Morgen, auf das man hoffen muss. So, bin schon drinnen. Los geht's. Keine Partei erzählt euch, wie ihr leben müsst. Wir haben in Bolivien investiert, Jobs geschaffen. Gut. Euer Leben verbessert. Dann hatten wir mal die ersten. Aber Pacatari und seine Rebellen bedrohen die Sicherheit. Das war auch ein Zivilist. Der hat überlebt. Wir tun unseren Teil. Was war nicht zu tun? Bam, Alter. Da spürt Pacatari und die Rebellen nicht. Ja, so fahrt sich's mit 3 Promille. Wir können die Bedrohung aufhalten.
Oh, das war dumm. Das war dumm von mir. Was denn? Dass ich da so reingelaufen bin. Oh, das sind noch Gegner. Oh. Ja, weiß ich. Oh, ich bin dunkelrot, Alter. Oh nein, das kann man nicht im Hockern machen. Nein. So, pass aber auf, die sind noch da. Warte, warte. Oh, wo noch? Ah, hinter uns. Scheiße, sind wir Stern auch noch. Na gut, ab ins Auto. Ziel eliminiert. Los geht's. Schaffen wir das nächste. Hoffentlich. Halt dich nicht mit denen auf. Ich ramm sie mal. So. Aber bitte, dass du von hinten. Wir hätten vielleicht in ein Auto fahren sollen, dann hättest du aufräumen können. Er ist sich nicht mehr ausgegangen, zeitmäßig. Wir haben schon die halbe Zeit verbraucht. Wir schaffen das noch, oder? Oh. Sind schwerer zu bekämpfen, wenn das Kartell ihre Position nicht mehr perfekt. Mehr Rebellen zur Party. So. Läuft. Genießen wir mal hier die Aussicht. Ja, holen wir uns die nächsten Daten, aber wir sagen immer. Ja. Nach oder streifen wir den Nebeneinsatz? Medikamentenüberfall. Medikamentenüberfall. Den mit dem Hubschrauber wieder? Ja. Ich weiß nicht, ich hätte dabei genug Fertigkeitspunkte, also. Oder den Bonusorden. Ja, den kann man mitnehmen. Da ist eh nichts. So, auf zum Bonusorden. Der Kollege justiert noch etwas oder fahrt zum Auto. Ja, ich geh. Ich fahr zum Auto. Hier genau, du fährst zum Auto. Das ist doch. Ist es das Dorf? Ui, das ist doch nicht so sicher. Ich dachte, da ist nichts los. Oh, pass auf. Oh, hoffentlich hat uns da nicht gesehen. Wer? Da ist einer auf der Straße. Links. Okay, er ist. Gar nicht mehr da. Abschuss. Ah! Ich hab noch einen Tango. War das nicht in der Beta, dass wo man das Auto graben musste? Ja, genau. Pass auf, der kommt vor. Aber das Auto ist da nicht jetzt, glaube ich. Ja. Ja, Leute, so viel zum Thema. Kurz einmal mitnehmen, was. Ja, in der Beta, das war ein geiler Einsatz eigentlich. Hier ist ein Sicario. Oh, da erschreckt man nicht so. Wo hast du sie? Neben der Kiste mit dem Funkgerät. Ja. Du, Digas. Du bist frei. Ich hab ein drittes Ziel. Tango getötet. Oh, da ist er noch. Oh, wir sind entdeckt worden. Wo? Wo? Oder hast du den? Da war rechts noch einer. Hast du den? Ah, nein, den hast du schon. Oh shit. Du wurdest jetzt entdeckt von irgendwen. Von wem wurdest du entdeckt? Ich weiß es gar nicht.
Oh ja. Der zeigt ja das Licht voll an. Von drüben von einem. Das hilft mir jetzt nicht viel weiter. Der jetzt. Der weiter. Warte mal, der blinkt einer. Und jetzt bin ich schon hinten in seiner. Dämliche Bonusorden. Da ist die Frage, wo der Bonusorden da ist. Oben. Der oben? Okay, jetzt haben wir einen Aufstand da ausgelöst, das ist gut. Schauen wir mal, dass wir diesen Tumult dann wegkommen. So, warte mal, wo ist denn der Orden jetzt? Der Orden. Oder von der Air Force oder so. Schau mich da gleich runter. Geht's sich aus? Ja. Was? Wir sind leider den Soldaten, lösen den Aufstand aus und schleichen uns. Spezialeinheit. So, läuft! So, wie geht's weiter? Oh! Jetzt bin ich unabsichtlich ausgestiegen. Spiel mal. Aber dann kann ich selber auf die Karte schauen. Jawohl, war die Absicht. Damit ich ein bisschen Stunt mache. Ein bisschen Stuntman-mäßig. Das da unten könnte man mitnehmen. Vielleicht das da oben. Also wolltest du nicht die Mission weitermachen? Ja, aber wenn wir schon da sind, dann können wir mit dem Heli gleich hin und hin fliegen. Danke. Die Mission wird sich eh nicht mehr in der ganzen Folge ausgehen. Von daher. Nope. Von daher auch wurscht, die werdet ihr auf jeden Fall nächstes Mal sehen. Gut, ich warte, bin bleib stehen, bleib stehen. Achso, du bist bei mir mitgefahren, ich hab das gar nicht gesehen. Ich denke nur, wo weißt du, dass das ist ein Name hin? Sehr für ein Hacker. Die sind alle oben, glaube ich, oder? Kann das sein? Boah, warte mal, ich lasse meine Drohne steigen. Sag mir wo. Wir müssen alle im Gebäude drinnen sein. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir ins Gebäude rein? Vielleicht nur mit C4, kann sein, gell? Sprengen Sie einen der Stationseingänge. Sicher mit C4. Wenn wir das schon haben. Jetzt schon. Okay, das war nicht so gut. Dann nehmen wir einfach eine ganz normale Granate. Die Ladung ist scharf. Was ist das? Ist doch Gabloni! Was ist los, das Dono? Wir sehen uns. Oh. Das war nicht so gut. Lass dran stimmen. Ich bin tot. Ich habe nämlich extra Fähigkeitspunkte geopfert. Oh je. Yeah. Für C4. Das müssen wir auch ruhig angehen. Ja, das ist mir jetzt schon eigentlich immer noch C4 freigeschalten. Das Problem ist auch,
Dass es da jetzt anscheinend auf Zeit geht, wenn man das Ja, eben drum aufspaltet habe ich wird. jetzt dann schnell alles weggemacht und bin reingestimmt. Na gut, das gehen wir, jetzt gehen wir es ein bisschen Bitte? bessern. Jetzt gehen wir es bessern. Jetzt gehen wir es besser an. Wie viele Türen haben wir Jawohl. da? Vier Türen. Ich spreng zwei auf. Ich kann damit Granate aufspringen. Ja, dann sprengst du eine mit Granate auf. Aber ist das gescheit, so viele aufzuspringen? Naja, dann wissen sie nicht, von welcher Seite wir kommen. Hab das C4 scharf. Stimmt. Da platziere ich eins. Bei welcher Tür gehst du ran? Bei der? Weil da hinten habe ich jetzt C4 hingehört, also. Wo soll ich eigentlich? Bei der oben. Oder bei Ja, der? der. Ja, wie du willst. Dann nehme ich die Ball. Oha. Ah, jetzt habe ich schon gesprengt. Ladung ist scharf. Pass auf, Okay, habe jetzt ich gehst auch du. einen Ja. Klopfer. Wieder Oh, nicht das war gut. nicht gut. Granate fliegt, nehmt das. Oh. Nur nicht reinstürmen, gell? Das sind Urfiele. Oh, ich bin schon tot. Tango ist tot. Ah. Das war nicht gut. Ja, Leute, ich betone es immer wieder mal. Fertig. Bei mir seht ihr auch Noob Playing, Liegst Noob du drin? Gaming. Sag nicht, du liegst drin. Ich lieg drinnen, aber es wurscht, da sind Na. Leute noch drinnen. Vergiss es. Lass mich sterben. Tango getroffen. Ja, stell ich genauso hin, dass du in der Schussbahn bist. Also das ist ein Opfer. Gott verdammt. Oh, danke. Ja, Leute, da habt ihr jetzt einen richtigen Pro-Gamer gesehen, und zwar der Enning. Wollten wir nicht Schon den Heli einsteigen, nennen? einsteigen, einsteigen, einsteigen. Achso, ja, kann man eigentlich jetzt, ja, das habe ich schon vergessen. Ja, Leute, willst du das mal fliegen? Ja, kann ich. Übernehme ich. Ja, Leute, und mit dieser Ich bin der Pilot. Szenerie wollen wir uns jetzt verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Bis Bleibt dann. geschmeidig. Haut rein. Ciao. Kupas, hier spricht Bagdadari.